Alter, der Trailer geht aber lange, ne? 4 Minuten, Digga? Also, ich habe Angst, dass jetzt der ganze Film direkt gezeigt wird. Also 56.000 Likes, 4.000 Dislikes ist ja schon mal eigentlich gar nicht mal so schlecht. Bin gespannt. Ist wahrscheinlich ein bisschen dumm, Ich habe meinen Mimmer in Viertelmeilenabschnitten wenn gelegt. man den siebten oder achten Teil nicht gesehen hat, ne? Aber Dinge ändern sich. Ach nee, Alter. Die Musik schon wieder, ne? Warum haben wir diese Musik reingemacht? Ich bin jetzt Vater. Ich werde immer in deinem Herzen sein. Wie der ist, Vater. Warum ist der denn Vater? Der andere ist doch Vater geworden. Ist der auch Vater geworden, oder was? Digga, ich habe einfach die letzten Teile nicht geguckt, ne? Keine Ahnung. Little Brian, ich habe ein Geschenk für dich. Das habe ich von deinem Daddy. Und jetzt schenke ich es dir. Das ist was ganz Besonderes. Jetzt doch, Little Brian, es ja, Junge, was beschützt dich labert der da? vor all dem, was da kommt. Macht einer auf Stiefvater oder was? Also gut, Dom. Was kommt als nächstes? Egal wie schnell man ist. Die Vergangenheit ist schneller. Meine. Ja, John Ich Cena. gerade eingeholt. Ist lange her, Dom. LOL. John Cena ist so ein Popel, Alter? Dachte, der wäre viel größer, Digga. Der Typ ist also ein Meisterdieb. Auftragskiller. Hochleistungsfahrer. Wer ist das? Das ist John Cena! Jacob ist Doms Bruder. Ja, genau, Alter. Genau, es ist ein Bruder. Wahrscheinlich ist es ein Bruder. Halt die Fresse, Alter. Wahrscheinlich ist es ein Bruder, Digga. Ey, ohne Scheiß, wir sollten einfach aufhören, Filme zu machen. Ey, das wird immer bescheuerter, ehrlich, ey. Warte mal. Hier, warte. Ich kann jetzt sagen, wer das ist. Jacob ist. And his name is John C. Alter, so eine Scheiße. Dein ganzes Leben lang hast du dich angestrengt, um schneller zu sein als Dom. 20 Jahre hat er keinen Bruder, auf einmal hat er einen Bruder. Stärker als Dom. Aber könntest du ihn auch töten? Denn ich bin bereit, wenn du es bist. Es gibt nichts Mächtigeres als die Liebe. Oh, was war das für ein Auto, Digga? Was ist das hier für ein Auto, Alter? Es gibt nichts Mächtigeres als die Liebe der Familie. Doch wenn daraus Wut wird, dann gibt es nichts Gefährlicheres. Ja, die Oma sitzt am Steuer. Also. Vielleicht ist das wirklich das Ende. Aber wir sterben zusammen. Du weißt, ich würde mit dir bis in den Tod fahren. Oh, wo spielt das, Alter? Großbritannien? Machen wir uns an die Arbeit. Sag mir nicht, dass das ein Pontiac Fiero ist, der an Raketen... Willkommen in zurück in die Zukunft, Leute. Alles klar. Dass ein Pontiac Fiero ist, der an Raketentriebwerk geschnallt ist. Ja, das ist auf gar keinen Fall da. Ich weiß. Nein. Nein, das ist nicht beeindruckend. Mein Arsch hat Feuer gefangen! Egal. Nein, das Was ist nicht soll beeindruckend. Das hier, Alter? Der fährt jetzt hier nicht wirklich ein Rennen gegen ein Flugzeug, oder? Doch. Okay. Mein Arsch hat Feuer gefangen! Ah ja. Ich bin hier, um dich zu vernichten, kleiner Bruder. Da liegt ein Fehler. Das hier ist meine Welt. Komm, jetzt fahr bitte so Flügel aus und flieg mit dem Mustang weg, Digga. Dann rast dich aus. Ja, genau, der wird vom Flugzeug abgeholt, oder was? Wahrscheinlich, Digga. Sag mir, dass du nicht das denkst, was ich verarschen, denke, du denkst, da ist keine Brücke. Nee, echt jetzt? Ja, er hängt sich am Seil fest, ne?
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Hey Leute. Überraschung. Schickes Clubhaus. Der ist aber noch der Beste, Alter, ohne Scheiß. Oh, lol, lol. Das ist der neue, die neue Supra, Digga. Ey, lol, in dem Design von dem Mazda RX-7, Alter, aus Tokyo Drift. Da hat Toyota aber hier mal richtig hier, ne? Damit die Karre in dem Film benutzen, Alter. Damit er wenigstens mal so ein bisschen Hype bekommt, die Supra, oder was? Da, Alter, Digga, wie viel Geld ist denn da bitte geflossen, Alter? Bruder. Nee, Digga, nee. Nee, also, nee. Wer hat hier Dom noch umgegeben, Alter, ohne Scheiß. Es ist so ein Schmutz schon wieder, ne? Digga, da gucke ich mir lieber direkt Star Wars an, ohne Scheiß. Da gucke ich mir lieber Star Wars an, ey. So ein Müll, ey. Was hast du mir jetzt für einen Link geschickt, Lennart? Noch so ein Schmutz, oder was? Fast and Furious Crossroads Official Reveal Trailer. Digga! Guck dir mal die Bewertung an, Alter. 5000 Daumen nach oben, 10.000 nach unten. Ich glaube, es ist ein gutes Spiel, oder? Erster Kommentar. This literally looks like someone made a fan film from GTA 5. I've never seen a trailer actually lag. Oh, Fast and Furious Crossroads, das Spiel. Bin ich gespannt. Ja, okay, Ton ist schon mal absolut leise. I'm going to split. Yo, ehrlich, Alter, er hat recht. Ich schwör's dir, er hat recht. Das sieht ja wirklich aus wie GTA, Digga. Digga, das sieht wirklich aus wie GTA. Genau diese Szene jetzt hier, ne? Lul. I'm going to split. It's the only way to keep you both safe. I think I know someone who can help. Das ist Vin Diesel. Wer ihn jetzt nicht erkannt hat. Das ist Vin Diesel. You ready to ride? Ach. To ride. Ey, Mann! Das ist genau wie im Film. Irgendwelche unrealistischen Panzer. Guck mal, der Wagen sieht auch aus wie aus GTA, Digga. GTA Mods sehen besser aus. We want revenge. We want justice. Das war Letty, oder? We're gonna jump onto a moving train. I got you. Jump. Nein, Digga, er hat auch recht gehabt, ey. I've never seen a trailer actually lag. Digga, das ist ja geil, Alter. Ich dachte, der verarscht jetzt hier irgendwie, ne? Der Trailer, das leckt, der Trailer leckt. Guck, die Timeline, die geht weiter. Digga, das war's komplett. Digga, das war's komplett, Alter. Das, Alter. Was? Das ist nicht euer Ernst, Digga. Warum lebt man denn so was hoch? Guck mal hier. Leck. Timeline läuft weiter. When in doubt, do what I do. Nein. Ach du Scheiße, Bruder. That's why I'm kind of terrified. And now I need a finish line, I'm in my own lane. Do you want to stay amateurs? Or take this to the next level? Erstmal am MG auf dem Mustang drauf, Alter. Warum nicht? Ja, wann kommt das? Mai 2020. Also, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr euch für ein Spiel kaufen sollt, ne? Kann man sich gönnen, glaube ich.